Herzlich willkommen hier beim Knock and Rock, beim vierten Freeski Q-Packs Tourstop auf der Turacher Höhe. Nach den Ausflügen nach Italien und in die Schweiz sind wir nun wieder auf österreichischem Boden zurück. Der Knock and Rock ist nicht nur Teil der Q-Packs Tour, sondern auch Teil des FSA Cups. Wie immer gibt es auch heute ein sattes Preisgeld sowie ordentlich Sachpreise von unseren Toursponsoren Neff Amplify und TSG. Der Knock and Rock Contest hier auf der Turacher Höhe findet auf einem sehr feinen Slopestyle-Setup statt. Neben mir habe ich nun den Parkdesigner Philipp Baumgartner. Kannst du uns das Setup bitte mal kurz beschreiben? Sicher, wir haben einen Hit mit 7 Meter, einen mit 9 Meter und einen mit 10 Meter und dann zum Abschluss noch das Multifeature. Das hört sich nach einer sehr geilen Line an. Philipp, was denkst du denn, wird die Rider heute am meisten fordern? Ich denke die Airtime. Ja. Kurz und knapp die Airtime, wir werden es sehen. Neben mir habe ich die Lara Wolf, sie ist die Gewinnerin der Kategorie Freeski Girls. Lara, du hast in Alta Badia schon gewonnen, du hast in Schöneben gewonnen und im Start hast du einen zweiten Platz gemacht. Hier ist es dir heute auch gut gegangen, du hast wieder den ersten Platz gemacht. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich voll gut an, weil letztes Jahr bin ich alle Zweite geworden und jetzt früher haben wir alle der Erste. Also das heißt, du wirst auch weitere Q-Parks Tourstops mitfahren? Ja, ich habe schon vor, alle mitzufahren. Also, neben mir sitzt jetzt hier der Freeski-Gewinner der Kategorie Man, Andy Goal. Was gefällt dir an der Q-Packs-Tour besonders gut? Ja, ist einfach super organisiert immer, macht immer voll viel Spaß dann mitzufahren. Und dann immer für der Fahrer, ich bin jetzt auf Freundschaft unter die ganzen Fahrer, das macht super viel Spaß. Ja, danke Andy für das Interview, ich wünsche dir viel Erfolg für die weitere Saison und alles Gute. Danke. Das war der Q-Packs Tourstop Knock and Rock auf der Turacher Höhe. Danke an alle, die da waren. Danke an Schiebe die Turacher Höhe und natürlich an die Shellcrew für diesen feinen Contest hier in den Nockerbergen. Nächste Woche am 14.02. zieht die Q-Packs Tour weiter nach Kitzbühel und zwar zu den Sick Trick Tour Open. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen.